Hi. Servus. Ich bin der Sean von der Last Zeit. Ich bin der Dennis von der Dogs for Astronauts. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir sitzen zusammen und erzählen euch ein bisschen was über die Herangehensweise, die wir jetzt was so haben. Voll. Was Musik betrifft, was Songwriting betrifft, genau. Was Gitarrentones betrifft und so weiter. Genau. Voll, ja. Würde ich sagen, erzähl mal du mal ein bisschen, wie du Songs schreibst, wie du rangehst, wie du technisch beginnst oder so. Es ist teilweise oft sehr, sehr verschieden. Es ergibt sich sehr viel durchs Üben einfach. Mhm. Dass ich meistens will ich mal neue Sounds auschecken oder es passiert oft, dass ich irgendwas bei einem anderen Gitarristen sehe, den ich mir alle anschaue und dann merke ich irgendwas, okay, das ist eine Technik, die ich nicht kenne. Ja. Das übe ich nachher und im Üben merke ich meistens, dass ich dann nach einer gewissen Zeit abschweife. Ja. Und dann fängt das Songwriting schon an. Ja, voll. Ich kenne das lustigerweise genau, weil ich mache es oft zum Beispiel beim Tosin Abasi oder so. Ja. Gerade diese Thumping-Geschichten. Das habt ihr ja gescheit ausgecheckt, gell? Ja. Voll. Das war irgend sowas oder generell die Sachen, die er so macht. Es gibt ja mehrere Techniken oder so. Das ist einfach irgendwie, ich finde es cool, weil es ist so ein bisschen was Neues, was auf der Gitarre man noch nicht so oft gehört hat. Und dann denke ich mir, okay, check's da mal aus. Und irgendwie so dann, wie du sagst, durchs Üben, kommst so rein und plötzlich hast du dann eine Idee und denkst, okay, ich nehme es mal auf. Ja, genau. Du hast ja sowieso deinen eigenen Hintergrund und wenn du dann eine neue Technik lernst, dann hast du deine Technik mit dem, was du schon kannst halt. Voll. Und das macht dann oft einmal so ein bisschen ein kleines Window, was sich dann aufgeht. Wo du dann voll. Aber ich finde es auch cool irgendwie bei dem Approach. Also mir geht es zumindest so, es wird dann nie so, zumindest glaube ich, dass es nie so wird, als hätte ich das einfach nachgespült. Ja, genau. Ja, voll. Sondern es wird trotzdem ein eigenes Ding irgendwie. Voll. Ich glaube, das ist generell bei Gitarristen weit verbreitet, dass man halt, also man merkt ja schon, dass wir sehr darauf bedacht sind, uns zum Beispiel andere Gitarristen auszuchecken. Ja, ja. Und auch speziell, wenn es jetzt dann um Lead-Sachen geht, dann gibt es immer so wie Steven Taranto ist für mich zum Beispiel zurzeit der Typ, der einfach alles schlagt, einfach, weil das ist ein Wahnsinn, ja. Ja, voll. Bei Lead-Sachen muss ich sagen, ich war noch nie so der jetzt die Lead-Gitarristen auscheckt. Ich war immer eher der die Rhythmus-Gitarristen auscheckt. Ja. Oder generell, ich check relativ wenig, ich spiele wenig nach, was es so gibt. Ich schaue mir eher mehr an, wie funktioniert das, warum ist das Riff geil, was taugt man dran und probiere das dann nachzumachen. Ja, voll. Nicht so, also ich mache das schon lange nicht mehr, dass ich wirklich Songs nachlerne. Und wenn dann wirklich bei Parts, die mich wirklich interessieren und die ich klanglich cool finde. Aber sonst ist es mehr so, dass ich so ein bisschen dahinter schaue, was macht das geil. Für mich gibt es ja dann auch so die restlichen Sachen sind dann eher Songwriting, wo ich denke, okay, ich muss das jetzt nicht so machen, weil es ist sein Ding. Ja. Aber dann gibt es so Kleinigkeiten, die dann halt doch ein bisschen so den Fokus nehmen. Ja. Und genau. Ja. Ich habe nicht einmal die Zeit dazu, ehrlich, so gegen einen Song zu lernen, es sei denn, ich würde jetzt zum Beispiel irgendein Cover machen, wo ich sage, okay, ich will das jetzt dann auch release oder ich will was damit machen, aber die restliche Zeit will ich eigentlich alles in mein Ding einstecken. Ja. Das ist halt voll. Ihr schreibt ja zu zweit voll viel, gell? Wir schreiben zu zweit, also vor allem in letzter Zeit schreiben wir viel zu zweit. Mhm. Wir haben es früher, also gerade die ersten paar Releases, war es meistens so, dadurch, dass ich damals in Salzburg, dann in Wien gewohnt habe, der Leo damals nur in Linz und jetzt erst seit kurzem oder seit einem Jahr in Wien. War es so, dass wir eigentlich immer getrennt geschrieben haben und dass früher auch wirklich die Songs getrennt waren. Es war dann so am Album oder auf der EP, dass zum Beispiel die Hälften der Songs nur von mir waren und die Hälften der Songs nur vom Leo. Und dass wir das kombiniert haben. Und seit den neueren Releases, vor allem seit wir den Synth wirklich aktiv dazu genommen haben, war es dann, dass wir gesagt haben, okay, spiel du mal da ein Synth-Solo oder der Leo sagt, okay, er hätte einen Part, ich soll da ein Gitarren-Solo spielen, dass wir so angefangen haben es zu mischen und dann eigentlich mit der Colors, Constant Stream of Color EP, haben wir dann eigentlich wirklich die ganze EP das erste Mal alles gemeinsam geschrieben. Okay. Und jetzt würde ich voll gerne vergleichen, ob man das außerhört, dass ihr das als Song gemacht habt. Ja. Ja, findest du, dass man das außerhört? Also ich finde, und wir haben auch seitdem beschlossen, dass die Songs, die wir gemeinsam gemacht haben, immer die besten werden. Echt? Okay. Ich glaube, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir vom Schreiben her recht ähnlich sind und von den Ideen, aber du hast trotzdem wen, wo du dann ein Feedback kriegst, wo du eventuell, wo wer sagt, okay, das klingt nicht so geil, probier mal was anderes, ich hätte eine Idee, dass du da einfach
vielleicht nicht so schnell ein Part kaufst, wie wenn du alleine warst. Wenn du alleine, ja. Ja. Und sitzt ihr euch dann auch mit Bade mit Gitarren gegenüber sozusagen? Oder wie macht ihr das eigentlich? Es ist ganz unterschiedlich. Oft sind wir faul und haben im Studio nur ein XFX aufgebaut. Mhm. Dann sitzt eher nur einer mit Gitarre und in den meisten Fällen dann der Leo mit Synth. Mhm. Und nein, nicht so aber, schlecht, dann hört man sich ein bisschen mehr zu, wenn Bade nachher wieder da sitzen. Ja, ja, vor allem ich bin immer Mensch. Ja, ja, voll, ja, ich will durchgehend, ich eher ein Proben oder so. Ja. Live muss man sich dann zurückhalten. Ja. Zwischen die Songs. Ja. Voll. Ja, wir haben oft live so nach die Songs so ein Mute-Patch, dass gar nichts passieren kann. Ja, das ist gescheit, ja, ja. Das ist gescheit. Ja. Ja, ich merke oft nach einem Konzert, ist immer. Da habe ich sozusagen meinen Peak erreicht, in der Hinsicht, wie warm ich beim Spielen bin und wie warm die Finger sind und alles. Und ich merke dann immer so, der letzte Song zipft mich wirklich an, weil dann will ich nicht gehen. Ja. Das ist dann, das ist schwerer. Das ist jedes Mal beim genau letzten Song, denke ich mir jedes Mal, jetzt bin ich perfekt eingespielt. Jetzt würde ich gerne noch einmal den ersten Song spielen. Ja. Und so, ja, das ist halt immer. Ich kenne das oft, vor allem, wenn du irgendwie Shows spielst, wo du vielleicht nicht Headliner oder Erster bist. Ja. Wo du davor nicht viel Zeit hast oder meistens andere Dinge zum Tun hast, wie Equipment herumtragen oder schauen, dass du möglichst schnell aufpasst, wo du keine Zeit hast, dass du die warm spülst. Mhm. Und dann merkst du nach dem Set, okay, jetzt wär's eigentlich geil. Ja. Wie spülst du die eigentlich warm? Es ist irgendwie so eine Mischung aus Übungen. Das ist der Leo, hat mal mit dem Martin Andres von Pomegranate Tiger, weiß nicht, ob du die kennst, eine Skype-Session gemacht und da ist es viel um so Warm-Up-Übungen und so Finger-Stretching-Übungen und so gegangen. Und was wir eigentlich immer normalerweise klassisch machen, ist, die Übung geht eigentlich in langsam. Ah, so, ja, das kenne ich noch. Und so weiter. Aha, das heißt, du wechselst immer zwischen Seiten. Genau, also ich mache es beim Warmspielen, bleibe ich meistens auf einer Seite. Mhm. Einfach, weil es einfacher geht. Meistens beim Warmspielen stehst irgendwo, fühlst dich nicht ganz wohl. Dann mach ich es nicht noch extra kompliziert, weil um das geht es eh nicht beim Warmspielen. Nein, eh nicht. Und so generell, ich mache sonst einfach also ganz primitive Sachen wie. Also wirklich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, voll. Und Seitenbünde wechseln ganz rauf, ganz runter. Mhm. Genau. Was mir hilft, das ist ziemlich interessant. Die Sache ist, ich habe sehr viel Economy Picking, sehr viel Swing Picking Sachen und die sind gerade, ich schätze mal, wenn du gerade auf der Bühne stehst und ein bisschen nervös bist und die Hand ist ein bisschen zittrig, da finde ich, Sweepen ist da für mich am schwersten einfach, weil ich auch so locker bleiben muss. Ja. Und was ich da gemerkt habe, ist, dass es eigentlich fast mehr eine mentale Übung für mich ist. Ich nehme halt so die Standard-Patterns, die ich halt in die Songs halt auch habe. Das sind meistens einfach Akkorde, so wie Septakkorde, wie zum Beispiel ein normaler Major 7 Akkord. Und dann. Und was ich da mache, ist, ich bleibe in der Position und dann verändere ich aber den Charakter von. Okay. Also nicht den Charakter, sondern verändere den Akkord. Dass ich zum Beispiel zuerst Major 7 mit einem Einlogging. Und dann gehe ich zum Halbmann mit einer 2, dann gehe ich zum Mal und 2. Ja. Was ich draufgegangen bin, was für mich war, am Anfang bin ich hergesessen und habe gedacht, okay, auf der Bühne muss es schnell gehen, jetzt muss es schnell gehen. Ja. Und das war der größte Fehler, den ich gemacht habe. Ja. Und was ich jetzt echt mache, ist, wenn mir wahrscheinlich Leute davor sehen, dachten, wenn sie meinen, ich kann gar nichts oder so, aber ich versuche echt so übertrieben, wie es nur geht, so langsam zu spüren, dass ich echt Zeit habe. Und wichtig ist, dass man sowieso beim generell, das ist jetzt üben, sowieso genau das Gleiche, aber es soll sich immer super clean und langsam. Das ist viel wichtiger, als wie du es schnell kannst du sowieso. Ja, voll. Vor allem schnell kannst du es auch schnell mal einfach irgendwie überspülen. Genau, aber das willst du ja beim Üben nicht. Weil du willst ja beim Üben genau das einprogrammieren. Ja. Ich finde, weil ich darf unterrichten, das ist ja genau das, was die meisten Schüler, wo ich merke, dass. Was ich wohl genau das Gleiche gemacht habe. Wir haben alle Lehrer immer gesagt, spiel langsam. Ja, und ich habe mir gedacht, ja, mache ich eh. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe es nie gemacht. Das mit Renault immer gleich so 5 BPM mehr, 5 BPM mehr, das nutzt überhaupt nichts meiner Meinung nach. Das ist klar, du machst alles super, super, super langsam und slow. Ja. Und dann wird es eh. Weil bei dir mache ich das zum Beispiel auch, das taugt mir bei euch voll, du bist immer sehr, sehr generell auch beim Leadstuff. Und das ist das, wo ich halt viel hinschaue. Ja. Weil ich finde gerade beim rhythmischen Spielen kann man ab und zu mal was verstecken. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Akkord hat und beim zweiten Mal, da wischt man jetzt nur die oberen zwei Seiten, ist es nicht so
geschrieben, wie wir jetzt beim Lied, wo du, wenn du jetzt dann da gerade haltest und die erwischt und die Haarseiten machen, ja, 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 ja. Und bei dir ist echt so, das taugt mir echt voll, du bist echt klipp und klar, da ist alles fix, da steht alles echt. Das taugt mir schon. Ja, danke. Aber wie gesagt, meine Leads, ich gehe die ja einfach eher mehr so an als Melodien. Ja, ey, voll. Gar nicht so sehr als Solos. Das ist vielleicht irgendwie zum Teil ein bisschen vom Plini oder David Maximicic abgeschaut. Ja, der ist auch. Vor allem ich war selber nie so der Typ, der jetzt wirklich diese virtuosen Gitarristen viel gekocht hat. Schon ein bisschen natürlich, aber ich bin eher mehr immer auf Melodien hängen geblieben. Und deswegen ist das auch so irgendwie so die Richtung, wie ich Leads angehe. Liegt auch ein bisschen dran, dass ich jetzt nicht der Orgel-Shredder bin, was die Technik betrifft. Aber ich finde es klanglich, also gerade für unsere Musik, recht cool eigentlich, ja, voll. Das so anzugehen. Und vor allem, wenn es dann mal in die Shreddy-Richtung geht, dann kann der Leo auch mit dem Synth das mal rausreißen oder mal richtig schnell Orgel-Sachen spielen, die ich auf der Gitarre meistens dann eher nicht so hinbringe oder wahrscheinlich mehr üben müssen. Ja. Aber ja, vor allem, ich find's einfach so lang cool, solange einem das taugt, was man spielt. Und solange ich mir nicht denke, okay, schon wieder eine Melodie, eigentlich hätte ich gerne ein Orgel-Solo, weil dann müssen die üben. Ja. Und das, an dem Punkt bin ich derzeit nicht, dass ich mir denke, okay, ich würde gerne da noch mehr spielen. Ich meine, es hängt natürlich halt davon ab, was man im Kopf hat und so. Weil bei, also, oder was die Vorstellung ist. Weil bei mir schon so, ich habe schon natürlich sehr viel mit Technik immer schon fasziniert und so. Aber es soll am Ende doch trotzdem nur ein Mittel zum Zweck sein. Und für mich ist es dann schon so, wenn ich jetzt ein Solo schreibe, dann ist es selten so, dass ich mir dann denke, ah, okay, und jetzt brauche ich da ein Solo, sondern dass ich meistens das Grundlegende schon gemacht habe und ich höre einfach genau das, was ich drüber haben will. Und das ist halt, oft einmal das Problem, weil bei mir ist es dann echt oft so, das kann dann der Flo, der Lukas Florian, eben der Bassist, der mir so brav aushilft, der hat das genau miterlebt, wo wir zum Beispiel Nautilus aufgenommen haben. Und wenn du im Studio bist und das aufnimmst, da kommst du nie dazu, den Song ganz zu spüren. Ja, du konzentrierst dich auf Part für Parts und willst du, dass die so gut, wie es nur geht, halt aufgenommen sein. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das einmal im Ganzen betrachtet und ich habe zu ihm gesagt, hey, ich bin ein Fraud, ich spiele das nie. Und das ist auch irgendwie cool und seitdem macht mir das nicht mehr so Angst, weil ich halt jedes Mal Sachen schreibe, wo ich weiß, okay, ich muss die dann üben, damit sie gehen. Ja. Aber das, ich merke dann einfach, dass ich nach jeder EP dann wieder voll viel dazugelernt habe. Und das finde ich voll cool, dass du da auch selber das Limit immer wieder auf jeden Fall. Ehrlich sagen, scheiße, mir da ein bisschen Hunger haben. Also, ich werde das dann gehen, aber bis jetzt hat Gott sei Dank alles funktioniert. Ja, voll, aber das kenne ich bei uns auch. Das ist, wir machen es ähnlich. Irgendwie sind jedes Mal bei jedem Release irgendwie wieder Nummern dabei, wo wir sagen, okay, da müssen wir schon mal ein bisschen üben wieder. Ja, es sind bei uns halt eben sehr oft irgendwelche rhythmischen Sachen. So wie, ja, es ist jetzt auf der Gitarre Fahrt, aber... Naja, aber es ist nicht Fahrt mit dem Hintergrund und dann teil zu bleiben, ist dann auch wieder das. Wie wir das dann aufgenommen und fertig gehabt haben, haben wir gesagt, okay, bringen wir das jemals hin, dass wir es live spielen? Und dann haben wir es ein paar Mal geübt und es ist gegangen. Ja. Und es gibt jetzt fürs hoffentlich irgendwann nächstes Jahr erscheinende Album wieder so Nummern, wo wir sagen, okay, es ist rhythmisch echt arg. Ah, ein Preview hast du mir schon gezeigt. Ja, genau. Das war schon beim Arsch gedacht, okay. Ja. Vor allem jetzt haben wir es eher so gemacht, dass die Gitarre eher den Orgelpart spielt und das Schlagzeug eher straight bleibt. Was auch irgendwie, das war seit dem Song irgendwie mal mein Ziel, mal was zu schreiben, wo die Gitarre rhythmisch arg ist, dafür das Schlagzeug gleich bleibt. Ich finde aber eigentlich beides sozusagen fast gleich schwer. Ja. Weil wenn du einen schmalen Bart spürst, dann hast du trotzdem irgendwas zum Festhalten. Ja. Wenn sich das Schlagzeug einfach ändert und einfach die Akzentuierung ganz woanders fallen, dann musst du die anschauen. Und das ist da halt, ja, voll. Es ist vor allem irgendwie, wir machen es oft gern, dass wir Riffs haben, wo sie dann nach der Hälfte zum Beispiel einfach irgendwie das Becken ändert. Zum Beispiel genau, das Becken jetzt nicht mal Achtel oder Viertel spielt, sondern dann plötzlich auf Triolen oder Punktierte geht oder so. Und wie so arg, wie oft sie dann das Feeling vom Riff komplett ändert. Das weiß ich, ob das oft einmal, dass ich mir dann denke, spiel ich es jetzt falsch? Ja. So im ersten Moment, aber es geht sich genau aus und die weiß im Endeffekt, dass sie richtig bleibt. Aber es hört sich so an, als würde es nicht alle Noten gleich lang spielen, obwohl sie nichts fallen. Ja. Zählst du eigentlich bei rhythmischen Parts oder machst du es nach Gespür? Unterschiedlich. Also
es kommt eher darauf an, wann ich zähle meistens die Wiederholungen, bis der Part aus ist. Ah, okay, ja. Und sonst aber eigentlich mache ich es meistens so, dass ich es einfach so oft übe, bis ich nicht mehr mitzählen muss. Mhm. Weil es macht dann auf der Bühne meistens mehr Spaß. Ja, klar. Ja, wenn du dann abgehen kannst und du weißt, ich hab's im Kopf, ich spiel's richtig. Ich kann es auch gar nicht so richtig gut mitzählen, ja, ohne dann aus der Zone zu sein. Weil ja, bei mir ist so weird, so wie ich schreibe, ist es ja, da wiederholt sich ja so gut wie gar nichts. Leider haben wir ein paar Parts und so. Und damit ich halt weiß, wo ich jetzt gerade bin, das hört sich jetzt sehr voll verrückt an, aber ich habe gewisse Riffs oder gewisse Parts, die ein eigenes Gefühl für mich haben, wie eine Person, die ein bisschen so eine goofy Person kommt da nachher, dann weiß ich, okay, das ist jetzt das Weirde zum Spielen. Wenn ich da auch noch zählen müsste, also das muss voll picken. Und ich muss ja dann halt auch noch voll viel auf den Flo und auf den Robin vertrauen, unser Schlagzeuger halt. Und da gibt es halt auch, weil ich das Schlagzeug da programmiert habe und er das halt nachspielt, gibt es dann halt gewisse Kicks, die ich hören muss, damit ich dann weiß, okay, passt. Ja. Jetzt kommt der Flo mit seinem Solo und so weiter. Ja. Das ist lustig. Ja, ja, voll. Wie machst das du eigentlich beim Schreiben? Weil ich krieg oft mit bei dir, du postest irgendwie die EP oder Song ist fertig geschrieben und danach nimmst du ihn dann mal auf. Also bei dir ist es schon getrennte Prozesse. Ja, voll. Stimmt. Das habe ich mir, glaube ich, in einem Interview sagen gehört oder so, dass ihr das ja eh schon beim Schreiben selber recordet. Und ich muss ehrlich sagen, das passiert voll viel aus teilweise meiner Faulheit aus. Ja. Aber es ist nicht Faulheit in dem Sinne, dass ich keinen Bock habe, das richtig aufzunehmen, sondern ich habe dann gleich schon die nächste Idee. Okay. Ich habe da keine Zeit, dann das erste schön nachzuspülen, okay, weil oft einmal, ich habe... Es ist passiert jetzt auch selten, aber Single Weights im November im Release, das war auch so, das ist selten so gewesen, dass ein Song in 2 Tagen fertig war. Ja. Und da habe ich einfach, also geschrieben, meine. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, okay, ich will da gar nicht den Fokus auf Sound oder auf Aufnehmen legen, weil ich muss das zuerst sozusagen das Handtuch ausquetschen, dass alles draußen ist. Genau. Und so geht es dann auch oft an. Und das ist für mich halt dann sehr relaxed, weil ich sozusagen mein Timetable habe. Ja. Und ich habe dann so wie jetzt bei der im Jänner oder halt 2020, Anfang 2020 will ich halt die nächste EP releasen. Ja. Und das ist halt auch so, dass wenn ich dann einmal eine Zeitung bei einer stecke, kann es mir voll egal sein. Ich nehme dann einfach die andere, schreibe bei allen weiter. Genau. Okay, also du machst da auch wirklich so jetzt schon, die nächste kommende EP gibt es noch nicht, aber du planst eigentlich schon für die übernächste? Nein, ich schreibe, also die nächste EP, was ich jetzt machen werde, das ist jetzt gerade die, an der ich schreibe. Okay. Oder geschrieben habe, beziehungsweise jetzt habe ich es einmal fertig geschrieben. Genau. Und das ist halt dann oft so, dass ich nämlich genau den Sinn dahinter, wenn ich es zuerst aufgeschrieben habe und alles steht, also mit alles stehen, dann meine ich das Schlagzeug, die Gitarren und den Bass schreibe ich dann meistens entweder mit dem Flo zusammen oder ich lache mir seinen Bass aus und dann spielt erst dann nochmal ein. Aber für mich jetzt den großen Sinn jetzt eben beim Recorden, dass ich dann eben die Zeit habe, beim Recorden nicht mehr kreativ sein zu müssen, sondern da setze ich mich hin und schaue dann, wo ist der beste Fingersatz dafür, wo ist der beste Sound dafür und so weiter. Deswegen trenne ich das ganz gern, aber es macht mich sehr langsamer. Ja. Ja, wobei, du bist ja eher nicht langsam mit dem Releasen. Ja, ich war ja schneller. Voll. Also wenn ich davon leben kennt, dann könnte ich sicher schneller machen, aber da sind so viele andere Sachen noch. Dabei. Ja, vor allem. Nein, das ist irgendwie lustig, weil gerade wenn du sagst, wann du dann beim Tracken nicht mehr kreativ sein musst, das ist irgendwie sowas, das stelle ich mir voll schwer vor, weil gerade wir haben oft beim Schreiben so die Herangehensweise, dass wir setzen uns hin, sagen, jetzt machen wir einen Song und starten Pro Tools, stecken das XFX an und es geht los. Und dann sitzt da vor der Session und okay, du musst jetzt was aufnehmen. Dann fangen wir meistens mit Tempo an, stellen unser cooles Tempo an und dann, okay, wer hat eine Idee? Und oft ist es dann so, wenn wir nicht sofort eine Idee haben, dann sagen wir immer, improvisieren wir mal. Okay. Und dann geht's los, man drückt auf Record, ohne vorher irgendwas sich zu überlegt zu haben und spielt irgendwas. Okay. Nimmt das mal 4 oder 8 Takte auf. Auch schon mit Metronom. Du sagst, vor der Idee sozusagen, das ist interessant. Ja. Ah, okay. Und spielen irgendwas. Und es passiert oft, dass es dann nicht geil ist. Aber ab und zu sind es dann Ideen, wo wir uns denken, okay, voll geil, auf das wäre ich so nie gekommen. Mhm. Und deswegen ist es so der Part, also deswegen denke ich mir, es ist für mich dann schwierig, wenn ich das Schreiben vom Tracken irgendwie trennen müsste, weil so ist es schon mit dem Feeling
voll geil getrackt, obwohl es eigentlich Zufall war. Ah, ich weiß schon, was du meinst. Ja, und oft ist es so, dass ich es dann beim Doppeln oder so gar nicht mehr so geil hinkriege. Ja. Jetzt vom Feeling her. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, weil das ist auf jeden Fall ein super schwerer Punkt beim Aufnehmen. Und ich merke dann auch oft, dass wenn ich dann, da vergehen teilweise dann Wochen, wenn ich dann hinsetze und sage, ich muss es nicht nur jetzt recorden, ich muss es jetzt wieder lernen. Ja. Aber ich bin dann halt, oder ich habe dann halt auch gesehen, weil ich einige Sachen vergiss, merke ich dann durchs Lernen, dass ich dann einen anderen Fingersatz finde, der viel besser ist. Ja. Und dass ich mir dann, und ich denke mal, mein Einstellung dazu ist immer so, es muss live auch geil klingen. Ja. Also ich komme nicht drüber. Ich mache das auch beim Aufnehmen, wenn ich zum Beispiel einen längeren Take habe und die erste Hälfte ist voll gut, aber bei der zweiten habe ich was verhaut, dann haue ich den ganzen Take, weil ich denke mal, hey, live kann ich es auch nicht machen. Es muss gehen, aber hilft nichts. Ja, voll, das mache ich eher immer so. Also ganz selten, dass ich mal ein Riff stückel oder so. Ja. Das mache ich meistens wirklich dann nur, wenn es kompliziert ist oder gerade bei so Riffs, die so durch Zufall passiert sind, dass wir dann irgendwie sagen, okay, jetzt musst du das erst wieder mal lernen, weil du hast es ja nie wirklich mit Gehirn geschrieben. Ja, genau, ja. Eher so durch Zufall und dann sitzen wir oft stundenlang da und lernen das Riff wieder. Ja. Und dann kannst du es aber wieder spielen und meistens vergisst man es auch dann nicht mehr. Ja, das stimmt. Deppt ihr Sachen auf eigentlich? Ja, schon. Ach so, okay. Also, aber zum Teil. Also wir schreiben die Sachen auf, die wir dann auch live spielen. Mhm. Alles ist nicht aufgeschrieben, weil wir brauchen es im Prinzip nicht. Wir machen es auch nie gleich. Wir sind faul. Ja. Und machen es dann, wann wir es brauchen. Wenn wir sagen, okay, der Song wird live gespielt, schreiben wir auf. Ey, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich habe bis jetzt noch gar nichts aufgetappt, außer zwei ganz alte Songs. Ja. Weil ich habe früher nämlich viel mit Guitar Pro gearbeitet und ich bin komplett davon weggegangen. Okay. Weil früher war es halt danach so, dass du hast einen Riff gehabt und dann hast mehr Zeit damit verbracht, das eine zu tipseln und aufzuschreiben, wo ich es jetzt viel geiler finde, das so wie ihr zu machen, dass du einfach auf Record druckst und dann kannst du auch gleich schauen, wie hört sich das wirklich an, wie hört sich die zweite Gitarre an und so. Ja. Also du hast wirklich auch im Guitar Pro geschrieben? Jetzt sind vor Jahren, wo ich halt, oder die ersten paar Bands, die ich gehabt habe, wo ich noch 15, 16 war und so, da auf jeden Fall. Und da haben wir uns natürlich auch, wo ich so Bands gehabt habe, da haben wir so auch immer ausgetauscht, da haben wir gesagt, der Schlagzeuger schreibt uns seine Drums dazu. Ja. Und das ist mir jetzt halt zum Glück ein Sport, weil ich es einfach dann sage. Ja. Und so wie beim Schlagzeug, bevor ich jetzt bei Guitar Pro ein Schlagzeug programmiere, schreibe ich das halt selber über mit MIDI halt mehr oder weniger einfach, genau. Wie tust du beim Schlagzeug programmieren? Also das wären jetzt mehrere Fragen. Was nimmst du für Schlagzeug eigentlich? Und spielst du es irgendwie am Keyboard oder schreibst du es wirklich rein? Ich mache es immer so, das ist am meistens mein Prozess. Ich habe irgendein Riff, das spiele ich ein und halt dann zum Metronom sozusagen. Ja. Und nachher gebe ich mir einfach so zwei Sekunden vor, klicke einfach auf Record und als erstes mache ich immer Bass und Snare, weil das ist für mich das Herzstück von einer Schlagzeugspur. Ja. Es sei denn, oft einmal, wenn ich weiß, ich will jetzt mit der Bass und Snare sehr viel sozusagen durch die Gegend schwimmen, dann mache ich zum Beispiel zuerst das Becken, wo es durchgehen wird, damit ich dann einen Ansatz habe. Und dann mache ich die Schläge dazu Macht es ja im Endeffekt auch nichts anderes, oder? Wir machen es im Prinzip relativ ähnlich. Ja? Ja. Ich bin nur irgendwie jetzt über die Jahre schon extrem gut geworden im Schlagzeug auf MIDI-Keyboard spielen. Ja. Ich spiele oft alles gleichzeitig, Becken und Kick und Snare. Ja, lustig. Aber sonst, ich mache es auch meistens so, wenn es ganz wichtig ist für den Part, dann Kick und Snare einzeln. Genau. Und mit dem Becken anfangen tue ich meistens eigentlich dann in so Situationen, wo ich jetzt kein Becken will, das Viertel spielt oder so. Ja. Wo ich im Vorhinein schon ein gewisses Feeling her und man denkt, okay, das Feeling will ich da haben, dann haue ich nur das Becken rein zum Beispiel. Voll. Oder ich mache das bei Doms auch ganz gern. Wenn ich dann einen Fills habe oder so, dann warte ich es ab und mache das. Ich mag das nicht vieles einschreiben, weil du hast absolut keine Vorstellung davon. Ja. Und dann hörst du es auch an. Das ist dann so ein ich will nicht, dass es Trial and Error ist. Ich will, dass es das ist, was in meinem Kopf habe. Ich finde gerade bei Fills ist es voll schwierig. Das ist, finde ich, so der Part, wo man an wirklichen Schlagzeuger oft raushorchen hört. Voll. Ich tue mir da, was ich aber auch ganz gern mache, wenn ich zum Beispiel schon weiß, okay, ich will einen bestimmten Beat haben. Ich check mal schon gern einfach YouTube-Schlagzeuger aus, damit ich schnell wen sehen kann, damit ich es mir selber vorstellen kann, okay, passt, so mache ich es, okay. Ja.
und nachher gehe ich wieder zurück. Voll. Bei Blastbeats mache ich das immer ganz gerne, wenn ich mal dann drin habe. Ja, Blastbeats sind, finde ich, auch wirklich schwierig zum Programmieren, dass die cool klingen. Voll, ja, dass sie halt authentisch klingen. Ja. Voll. Ja, ihr habt ja dann, die Synths, habt aber dann teilweise trotzdem auch immer mehr im Endeffekt da, nicht nur, wenn es da Leo spielt, gell? Ja, also es ist unterschiedlich. Mhm. Oft haben wir einfach irgendwie so Pads drin oder so, die einfach ein bisschen Flächen machen. Ja. Weil ich mag es oft, oder eigentlich selten, dass die Gitarre wirklich auch in einem Riff ganz alleine ist. Ja. Da ist der Leo, widerspricht mir da ab und zu, der findet das schon geiler und es ist eigentlich dann live auch immer geil. Mhm. Aber ich mag es gern, wenn es ein bisschen voller ist, oft dann auch irgendwie nur mit hohen Gitarren drüber oder so. Also ja, wir tun Gitarren viel layern und auch Synths layern. Tut sie dann reampen eigentlich? Nein. Aber das, okay, das heißt, wenn ihr dann anfangt mit der Session, dann müsst ihr doch schon wissen, wie der Sound sein wird. Im Prinzip ja. Echt? Okay. Ja. Siehst du, das ist nämlich auch ein Unterschied, weil für mich ist der Sound am Anfang immer so, ja, den habe ich jetzt einmal, das ist mein Live-Patch mehr oder weniger und so. Genau. Ja, arg. Nein, wir haben im Prinzip irgendwie eh unsere, ich glaube, es sind jetzt derzeit ungefähr 60 Sounds oder so am XFX. Mhm. Und da hast du eh schon eigentlich ein ziemlich gutes Spektrum. Ja, auf jeden Fall, ja. Und sonst, auch für das neue Album, jetzt haben wir auch wieder neue Sounds bastelt mit neuen Impulse Responses und neuen Ideen, Sachen, die man irgendwo gehört hat. Genau. Was ich noch fragen wollte, das ist nicht deine Hauptgitarre, weil du hast jetzt zwei, du spielst ja sonst mit einer 8-Seite auch noch live, oder? Genau, im Prinzip ist das schon meine Hauptgitarre. Ach so, doch, okay. Wir spielen live 8-Seite auch. Mhm. Aber so zum normalen Spielen nehme ich eigentlich immer die 7-Seiter, zum Teil auch gern die 6-Seiter, ja, einfach weil die Stramper cool ist. Ja, cool. Ach so, den hast du. Ja. Okay, geil. Cool. Aber die ist halt eher für das Astronautenprojekt jetzt nicht so oft im Einsatz. Mhm. Fürs Recording schon, weil sie cool ist mit Split-Coil und, für den Sound und generell halt irgendwie schön twangy klingt und Spaß macht zum Spielen. Ja, das ist wieder ein Unterschied, wenn man von 7-Seite wieder zu 6-Seite geht. Das ist so, weiß nicht, da ist alles so geil kompakt einfach. Ja. Voll. Aber sonst, also so die Gitarre, die ich meistens in die Hand nehme, wann ich spiele, ist immer die. Voll. Ja, für mich hängt es davon ab, wenn ich die ganzen Metal-Sachen, dann nehme ich auf jeden Fall die und sonst dann immer Music Man, weil das halt schon. Ja. Die ist halt schon für die anderen Sachen, für wenn es überhaupt ein bisschen bluesiger werden soll oder so. Oder ein bisschen soliger. Ja, also ich spiele ungern Sachen auf Gitarren mit Saiten, die zu viel sind. Also ich nehme lieber gern für 6-Seiter Sachen die 6-Seiter, für 7-Seiter die 7-Seiter und für 8-Seiter halt dann 8-Seiter. Also ungern 6-Seiter auf 8-Seiter spielen oder so. Ja, wie wird man bei dir teilweise dann auch noch schwarten, weil du hast ja dann auch noch dropped, gell? Du bist auf Bass. Ja, genau. Und der Rest ist aber? Es ist im Prinzip einfach 7-Seiter Drop-Tuning nur einen Halbton tiefer. Aha, also ab da ist es Standard nur einen Halbton tiefer und da nur das Ast dazu. Also alles auf S mehr oder weniger? Genau. Und das auf Ast dann. Okay, ja, voll interessant. Weil bei mir ist im Endeffekt nur Standard-Tuning und ich habe da einfach H. Was es für mich dann wieder zum Denken leicht macht, weil du hast ja auf die oberen zwei Seiten du hast dann hast genau das Gleiche halt. Und das ist halt dann, weil was ich nämlich gemerkt habe beim Spüren auf einer 7-Seite, das war ein bisschen so der größte Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe es immer betrachtet als wie eine 6-Seite mit einer zusätzlichen Seite. Ja, das war das bei mir am Anfang auch so. Ja, und das, ich finde, das ist dann ein bisschen blöd, weil alle Sachen, die ich dann schreibe, oder wenn ich zum Beispiel jetzt dann solier, gerade wenn es jetzt dann irgendwas Improvisiertes ist, dann merke ich dann oft, dass ich über die Seiten mal nachdenke und das ist so meid. Und das sollte eigentlich nicht sein. Schon gar nicht, wenn es eh so auf der Hand liegt, dass es genau das Gleiche ist wie oben. Und oben ist es ja eigentlich auch immer ganz klar. Ja. Wie denkst du eigentlich nach beim Spülen? Also jetzt, wie soll ich sagen, ist es, denkst du dann über, okay, ich will jetzt einen bestimmten Akkord haben oder suchst du die Zurbe, bis du den hast, wo du sagst, okay. Ja, es ist echt unterschiedlich. Es ist meistens, oft ist es ausprobierend. Mhm, Also bei Riffs oder so ist es bei uns, also wir haben viel Melodien über Riffs oder auch irgendwie so Sachen wie ...
über solche Dinge dann Melodien oder so. Und da ist es meistens dann, dass wir einfach das Riff haben, dann schauen, was geht drüber, oder umgekehrt die Melodie haben, schauen, was geht drüber. Und bei mir sonst oft, das kommt wahrscheinlich auch wieder aus der Sechsseiterzeit, solche Akkorde. Ja. Oder sowas. Mhm. So wirkliche Akkorde, wo die siebte Seite ganz was anders macht, gibt es, glaube ich, bei uns eigentlich nicht. Mhm. Es ist doch eher meistens akkordmäßig auf sechs Seiten angelegt. Okay. Plus Oktav oder so. Und bei uns funktioniert alles ganz stark auf die Leerseiten. Ja, Immer auf die Leerseiten bezogen. Und ja. Und das ist halt, aber das ist, kann natürlich ein bisschen schwer sein beim Schreiben, gell, dass man halt nicht immer wieder in die gleiche Tonart gezogen wird. Weil, voll. Deswegen haben wir, ich habe sie zwar jetzt nicht da, aber auf der 8-Seite, das ist so die Gitarre, wo wir tuningmäßig oft mehr experimentieren, weil wir haben schon da einiges ausprobiert irgendwie, dass wir die 8. Seite normales Standard-Tuning oder Drop E natürlich. Oder das heißt, die fetteste Seite ist dann eine E oder was? Im Standard-Tuning wäre es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, H. Oder? Die tiefste Seite, das heißt, die 8. Genau, ja. Mag. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder nein, stimmt. Oder wurscht. Auf jeden Fall, wie sie sich herausgeht. Wie sie sich herausgeht, okay. Ja. Und genau, du kannst das dann natürlich runter droppen auf das E und runter. Ah ja, und dann ist. Und was wir oft gemacht haben, ist, dass wir es dann nur einen Halbton tiefer gemacht haben oder generell auch irgendwie die mittendrin verstimmt haben oder jetzt an Nein sagen, wo wir es aufs C runter gedroppt haben, die 8. Seiten. Und also das ist so die Gitarre, wo wir gern tuningmäßig experimentieren. Haltet euch das live ein bisschen auf in der Hinsicht, weil die 8. Seiten nachher live immer wieder umzutunen, weil es halt da kein Spaß sein im Endeffekt. Ja, es ist, wir haben es im Live-Set derzeit immer so, dass wir nicht zu oft wechseln müssen und dann hast du zwischen die Songs Zeit, vor allem wenn es meistens nur eine Seite ist, das geht schnell. Also es ist dann nicht so, dass du ein grundlegendes... Nein, das nicht. Ja, weil das war dann... Ihr spielt es ja immer ohne Tremolo, gell? Ja, genau. Sehr voll. Genau. Ja, ich brauche das halt unbedingt beim Schreiben. Halt. Ja. Ja. Weil ich liebe halt so eine Sache, wie so. Ja. Und ich hasse es einfach an Hebel zu verwenden, weil nach dem fische ich immer. Und da ist immer irgendwo. Ja. Das ist das. Aber ist es nicht dann schwieriger, wenn du immer so treffen musst? Nein, weil das ist immer am gleichen Blatt. Weißt du? Und ich schreibe halt dann auch die Riffs halt dementsprechend halt so, dass es sich halt da wahrscheinlich halt ausgeht. Ja. Dass ich halt dann. Dass ich halt genau reinkomme. Und das ist halt, so wird es mir irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe dann ein paar Leute immer so mit dem Finger auf den Hebel und so spülen. Ja, ich hab eine Sechsseiter mit Floyd Rose. Digital ist cool, der Tremolo ist ein bisschen, taugt man nicht so. Ja. Aber da habe ich es auch meistens so gemacht, dass ich ihn in der Hand gehabt habe während dem Spielen. Was aber irgendwie auf Dauer auch nervig ist. Ja, ich meine, für Akkorde ist es ganz cool. Ja. Also du verwendest ihn wirklich nie, auch nicht so beim Recording, weil das denkst, okay, der Akkord jetzt. Ist bis jetzt noch nicht so passiert, gar nicht. Also, ich meine, und wenn, dann sind das dann meistens Sachen, die Background-Gitarre spielt und das muss ich dann nie live machen, weil ich weiß, das dauert eh zu viel. Ja. Zieht mir einfach an. Und so habe ich es einfach lieber, voll. Aber, da müssen die mal ich hätte ja voll gern einfach eine Custom-Gitarre, wo das so ein bisschen ein Griff ist. Ja. Weil ich tue mir halt, da drinnen ist nämlich so ein leichter, das ist ein bisschen ein Schaumstoff, der von außen drin ist. Und der ist bei mir schon komplett aufgeregt, weil ich immer mit den Nägeln halt eine fahre. Ja. Und das ist der rausfällt. Ja. Voll. Nein, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich bin derzeit sehr, sehr froh, dass ich keine Gitarren mit Tremolo habe. Mhm. Einfach weil's sehr stabil sind. Also die gerade ist ein Wahnsinn, die halt irgendwie ewig von der Stimmung. Voll. Cool. Und ja, was mir jetzt gerade zu den Akkorden nur eingefallen ist, was wir auch oft machen, ist, dass wir halt wirklich Power-Chords einfach haben und. Aber der Rest, aber jetzt dann auf. Achso, dann ist es ein Power-Chord. Ja, okay. Ja. Und der Rest vom Akkord eigentlich dann eine hohe Gitarre übernimmt oder wir nennen es immer Tesseract-Gitarren. Ich kann dir das kurz mal sagen.
was wir als Tessa-Gitarren verstehen. Das ist dann irgendwas eben mit so einem. Ach so, ja, das ist einfach so leer drüber hast, ja. Ja. Geil. Genau. Das ist so, so cool. Layern wir eigentlich extrem viele Riffs oder so. Aber es ist auch cool für so volle Akkorde. Ja. Vom Ton her einfach. Ich werde dann wahrscheinlich auch den Bass ein bisschen anders einsetzen als andere Bands, dadurch, dass ihr, wenn ich zum Beispiel einen Song mit einer 8 seid, ja. Wie setzt ihr da, weil ihr programmiert den Bass ja auch, oder? Nein, oder wir spielen den Bass. Ah, ihr spielt ja, wir spielen okay. Den Bass. Wir haben an Harley Benton 5-Seiter. Oder eigentlich 2 davon. Nein. Und das ist auch der CD auch so drauf. Das ist genauso drauf, herrlich. Ja. Herrlich. Ja. Geil. Und also wir spielen dann immer eine Oktave drunter. Mhm. Also bei der 7-Seiter Ass Oktave drunter, bei der 8-Seiter E Oktave drunter, was dann schon sehr Richtung Geräusch geht, aber es macht es fetter. Das ist ja schon Sub-Sub-Bass. Ja. Ne? Aber die Gitarre macht eh schon den halben Bass, also ist eben immer ganz so wichtig. Und das spürst du mit Pick oder mit Finger? Mit Pick eigentlich. Ja. Also außer wir haben irgendwie so ruhige Parts, wo so klassische Solo-Parts, wo dann irgendwie so, wo der Bass auf die Kick mitspielt, dann mit Finger. Ja. Aber sonst eigentlich immer mit Pick. Ja, man hat schon halt den Clank-Sound, wenn man es mit Pick macht. Ja. Mingen halt einige halt auch nicht. Also vom Spülen her meine ich. Ich find's cool, Bassisten, die mit Finger spielen und die mit Finger tight spielen, weil das echt schwierig ist. Ja, voll, ja. Aber so in der Aufnahme, es ist meistens einfach, wir denken nicht so viel über den Bass nach, es ist mehr so Mittel zum Zweck und eher so, dass es schnell geht und trotzdem fett klingt. Ja. Okay, das heißt, ihr werdet es dann auch so mehr oder weniger als Melodieinstrument einbauen sozusagen. Genau, ja. Ich meine, ich würd den Flo halt immer was zum Tun geben halt auch, weil das kann ich halt aussetzen, dass er halt so fit drauf ist. Ja. Und bei ihm ist es halt auch cool, weil das ist mir erst im Nachhinein eigentlich aufgefallen, dass wir eigentlich beide oft einmal das Melodieinstrument sein, weil ich finde so war ziemlich cool und die Sache ist ja die, wenn man dann schon, ich will ja keinen Seitengitarristen haben oder so. Und wenn du dann schon live einen Bassisten haben kannst, dann würde ich das ja nicht nur halt da sitzen und dann halt die Grundtöne mitspielt. Überhaupt wenn er es dann auch noch kann und so, da gebe ich ihn halt auch. Freut mich das dann auch, dass er dann ab und zu halt ein Solo drin hat und so. Das ist schon cool. Ja, voll, das ist eh bei euch, finde ich extrem cool. Ich finde auch oft so diese Übergänge extrem cool, wo es dann in ein Bass-Solo reingeht oder so. Gerade live finde ich das echt cool. Voll, ich habe ein bisschen Platz zum Atmen. Ja. Das ist auch ganz cool. Gerade bei wichtigen Liedern wie... das ist lustig, weil es bei We The People und bei Full Away sind zwei Lieder, wo ich, sagen wir mal, ein bisschen an meine Grenzen komme. Ja. Weil es halt echt überhaupt Full of Waves ist einfach so ein Lied-Schwarten sozusagen. Ja. Und da ist es halt echt cool, dass ich dann auch einen Part habe, wo ich wirklich gar nichts machen muss. Und nur der Flo, das Solo spielt, das ist ganz cool, ja. Voll. Ja, habt ihr irgendwas noch, was ihr in Zukunft noch einbauen wollt, sei es jetzt Instrument oder Sound oder irgendwas?